Was geht ab, ihr geilen Clubspros? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu diesem kleinen, ja, wie soll man das nennen? Zu diesem kleinen Video. Ja, wie ihr schon im Titel lesen konntet, dreht es sich um ein Community-Projekt bzw. um ein Projekt mit dem Namen Community Battles in World War II, also im neuen COD-Teil. Wer mich seit ungefähr einem Jahr verfolgt, der weiß, dass ich schon zu Modern Warfare Remaster Zeiten Community Battles reingebracht habe, wo ich mir dann ein paar Leute aus der Community geschnappt habe und mit denen und gegen den Suchen und Zerstören gespielt habe in Battles. Und genau das gleiche würde ich auch in WW2 wieder tun. Ich konnte ein paar von der alten Truppe zusammentrommeln. Dartscheibe ist wieder mit dabei, hat er geschrieben. Und auch der gute Scully. Oder da freue ich mich auch richtig drauf. Der war auch ein sehr amüsanter Typ. Und da bin ich mal gespannt, was da alles so drum herum kommt. Also wir sind jetzt aktuell, ich rechne mal mit 3 Leuten, sind wir. Ich habe eigentlich auch noch einen 4. im Petto, aber... Naja, ich weiß, dass das da schwierig ist zeitlich und ich kenne ihn auch. Eigentlich habe ich sogar noch einen 5. im Petto, bei dem ist es zeitlich auch schwierig. Aber ich frage hier jetzt erstmal nach und suche nach Leuten. Am liebsten möchte ich gerne 3 gegen 3 spielen. Suchen und zerstören. Das sind eigentlich so ja, die Hauptregeln, die ich dann halt noch machen würde. Sonst nur kleine Sachen, dass es irgendwie noch Teambeschuss gibt, aber sonst eigentlich nichts Großes. Es wird immer Suchen und Zerstören sein, 3 gegen 3 am liebsten, aber wenn wir halt nicht insgesamt 6 Leute zusammenkriegen, dann muss man halt gucken, was es dann halt da so gibt, was man da denn macht. Ja, das ist halt eigentlich so der aktuelle Stand. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich jetzt auch ein bisschen ohne Internet war die Tage. Aber endlich konnte ich dieses Video jetzt aufnehmen und es ist halt, ja, wie gesagt, eigentlich so ein Nachruf. Meldet euch bitte, wenn ihr mitspielen wollt. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, es sind eigentlich so keine Grenzen gesetzt, wer mitspielen darf und wer nicht mitspielen darf. Am besten ist natürlich, man sollte das Spiel halt schon ein bisschen kennen und ein bisschen gespielt haben oder sich allgemein mit COD ein bisschen auskennen. Denn wir wollen ja auch faire Battles und spannende Battles und nicht, dass ein Team dann immer ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal ein sehr schwaches Teammitglied hat und es dann für dieses Team quasi unmöglich ist zu gewinnen, weil die halt immer gegen 3 gute spielen. Aber so gesehen, an sich gibt es eigentlich da, wie gesagt, keine Voraussetzungen. Ihr solltet halt nur immer Zeit haben. Wann der Aufnahmetermin ist oder so, das weiß ich noch nicht. Das müsste ich dann besprechen, wenn ich dann die ganzen Leute zusammen habe. Also erstmal nur schreiben, wer hat Interesse. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da jetzt mindestens noch 3 dann zusammenkriegen. Denn dann haben wir auf jeden Fall eine Anzahl, mit der sich 3 gegen 3 spielen lässt. Denn 3 sind wir ja schon, wie gesagt. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch hier von diesem Video. Hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, dass ihr euch meldet. Und wir sehen uns dann auch hoffentlich wieder, sehr viel hoffen, im nächsten Video. Und dann auch hoffentlich bald in den Community Battles von World War II. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hier noch den Bronzestern von mir. Höchstpersönlich. Guckt ihn euch an. Er war überhaupt nicht mehr Luck als Skill, aber das weiß keiner. Tschüss!